Lamprecht. Hallo, Frau Lamprecht. Hallo, grüße. Ich soll mal wieder den Karren aus dem Dreck ziehen, ja? Habe ich gehofft. Alle reden über Ihr Video zu Silvester. Ja, das ist so ein Tag, da wird man sich wahrscheinlich sein Leben lang erinnern. Man wird sich wahrscheinlich auch Ihr Leben lang drüber lustig machen. Und damit muss Schluss sein. Okay, aber was genau wollen Sie von mir? Dass das nicht geschieht. Und Sie glauben, das liegt in meiner Macht? Das mag man naiv nennen. Ja, wie soll ich das machen? Wollen Sie eine Ausrede bringen, wie dieses Video entstanden ist? Es war eine Übung. Ach, Frau Lamprecht, eine Übung der Neujahrsrede am 31.12. Wann hätten Sie sie denn dann wirklich gehalten? Im Sommer. So, im Sommer ist aber nicht Silvester. Ja, das stimmt. Schön, dass Sie das verstehen. Der Plan geht nicht auf. Das ist auch ein unfassbar beschissener Plan. Wirklich unfassbar und es macht einem auch wütend, muss ich auch sagen. So wütend, dass manche jetzt ihren Rücktritt fordern. Dazu darf es nicht kommen. Es ist ja nicht ihr erster peinlicher Auftritt und irgendwann muss man sich dann schon mal die Frage nach der Kompetenz fürs Amt stellen. Darauf sind wir vorbereitet. Wir? Wollen Sie, dass auch noch andere zurücktreten? Alle. Aber Sie sind die Einzige, die ein Video hochgeladen hat, in dem man Sie nicht mal versteht. Wir brauchen bessere Ausrüstung, wir brauchen mehr Ausrüstung. Ja, dann nehmen Sie doch so ein Richtmikrofon oder hier, so ein Ansteckmikrofon gibt's auch. Auf nichts davon kann man sich verlassen. Wieso nicht? Jetzt gerade benutzen Sie doch auch so eins, oder? Und deswegen ist es meine Aufgabe. Ah, nicht aufs Mikro hauen, bitte. Frau Lamprecht?